Ihr kennt ihre Anführer. Ihr wisst, was sie zu den Monstern gemacht hat, die sie jetzt sind. Setzt euer Siegel unter diesen Befehl. Und ich bin der Erste, der dem Ruf folgt. Warum seid ihr so begierig auf diesen Kampf, Marat? Für einen Paladin verhaltet ihr euch so blutrünstig wie unser Feind. Nicht nach Blut sehne ich mich. Was seht ihr, wenn ihr mich anblickt? Ich sehe einen Helden, einen Champion des Lichts. Was ihr nicht seht, ist die Last, die ich Tag für Tag tragen muss. Ich war dabei, während der Schlacht um Shadrath. Unsere geliebte Stadt des Lichts, belagert von einer rasenden Armee dämonenverseuchter Orks. Ich musste unzählige Gräueltaten und Schrecken von der Mauer aus mit ansehen. Marat! Marat! Die letzte Flüchtlingsgruppe in Sicherheit! Geht! Jetzt! Ja, Exarch! Ich tat, wie mir befohlen. Ich rief die Flüchtlinge zusammen und führte sie vom Schlachtfeld. Und dann sah ich ihn. Es oblag mir, die Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen. Doch die Schrecken und das Leid, das ich gesehen hatte, ungeachtet jeglichen Schwurs, brannte Rache in mir. Geht durch den Tunnel. Ich schließe zu euch auf, sobald ich kann. Aber wir sind unbewaffnet. Der Weg ist sicher. Das Licht ist bei euch. Geht jetzt! Die gefallen waren! Ich zog los, die Flüchtlinge wiederzufinden. Mein Blut gefror. Der Pfad war nicht sicher gewesen. Das Licht, dessen Beistand ich ihnen zugesichert hatte, hatte sie verlassen. Genau wie ich. Ich weiß, ich werde wohl kaum zurückkehren. Aber falls auch nur der Hauch einer Chance besteht, zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt, dann biete ich mich selbst gern an. Uns alle plagt die Vergangenheit, Marat. Wenige von uns erhalten je die Gelegenheit, sie zu ändern. Ruft unsere Helden zusammen und zieht in den Krieg! Azeroth braucht sie nun, mehr denn je.